Apfel-Zimt ist meine Lieblingskombination. Besonders, wenn du sie zum Backen benutzt. Noch ein Schuss Milch. Oh, entschuldige mich. Oh, diese frische Kanne ruft meinen Namen. Beachte mich nicht, ich rühre nur ein bisschen um. Oder besser gesagt, ich mixe. Oh, die Kaffeemaschine. Oh, das Zeug fliegt ja. Oh, wie kann ich das nur sauber machen? Das ist zu heiß zum Anfassen. Was aber scheinbar funktioniert. Oh, das ist wie eine kleine Pfannkuchenpfanne. Wer hätte das gedacht? Oh, das schmeckt wahrscheinlich auch gut. Oh ja, reich mir das Öl. Wir treiben das Ding auf Hochtouren. Wer hätte gedacht, dass die Maschine so vielseitig ist? Und wer liebt nicht Mini-Pfannkuchen? Schau dir das an. Zeit zum Wenden. Sehr schön. Können wir das beschleunigen? Wir sind hungrig. Okay, fast fertig. Oh, wir bekommen einen ziemlich guten Stapel zusammen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und mir erst. Danke, jetzt lass uns reinhauen. Die sehen vielleicht klein aus, aber haben einen großartigen Geschmack. Eines der besten Dinge am Sommer sind Maiskolben. Vicky, das Essen ist fertig, komm schon. Oh, du hast Mais gemacht? Da greife ich zu. Oh oh, wir haben ein Problem. Es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich es lasse. Mein Kieferorthopäde würde mich umbringen. Oh, du kannst keinen Mais mit mir essen? Ja, nicht mit diesem Metallmund. Oh, das ist nicht fair. Hm, tut mir leid. Willst du einen von denen? Die sind gut. Ja, kein Maiskolben, das ist sicher. Und es hat nicht die gleiche Saftigkeit. Ach, sieht nur, wie sie abbeißt. Ach ja, mir bleibt nur der Spieß. Aber vielleicht ist er mir nützlich. Mal sehen. Hm, was ist, wenn ich den Spieß ganz durchstecke? Ha! Ich kann die Kerne einfach abziehen. Oh ja! Wow! Du brauchst keine Zahnspange, um diesen Hack zu würdigen. Bella, dir klebt da ein bisschen was zwischen den Zähnen. Oh, das Training war brutal. Und jetzt wird's Zeit, aufzudanken. Ich hoffe, das reicht. Oh, wie süß. Ein Ei kommt rein. Braten wir das Teil. Was ist denn hier los? Ah! Also das kam unerwartet. So ein Pech. Was soll ich jetzt essen? Sophia ist Föhn. Kann ich mir den mal ausleihen? Danke. Hat er überhaupt nasse Haare? Gut, Hitze ist unterwegs. So aufregend. Das Ei verändert sich, siehst du? Es ist fast fertig. Theo, darf ich? Ich sollte ein Schloss an unser Bad anbringen. Wenigstens habe ich Frühstück. Yes, der erste Happen ist immer der beste. Mm. Ah, dieses Spiel braucht meine ganze Konzentration. Ah, ich kann nicht wegschauen. Okay, schnell, pack es mit dem Mund. Oh, komm schon. Was ist das für ein Schmutz? Jake, hörst du mich? Mama, ich bin mitten im Spiel. Ich bin so nah dran zu gewinnen. Ja, nimm das. Und das. Ich habe es geschafft. Ich habe gewonnen. Oh nein, das ist nicht gut. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dein Zimmer sauber halten sollst? Nein, ich will das nicht. Nein, 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 nein.
Was kann ich machen? Sie sind wieder in der Tüte. Warte eine Sekunde. Ich habe eine Idee. Wenn ich einfach den Boden der Tüte so falte, sind die Chips viel höher. Puh, zurück zum Spiel. Und jetzt kann ich essen und gewinnen. Hungrig. Oh, was ist das? Yeah. Nein, danke. Ich schau mal, was es im Kühlschrank gibt. Viele Zutaten, aber keine Snacks. Ich wette, ich kann mit den Eiern etwas anfangen. Okay, die Eier sind bereit. Ich brauche diese Pfanne. Und dann schlage ich dieses Ei einfach auf. Warte. Schrubbpfannen sind das Schlimmste. Ich hasse sie. Das dauert ewig. Nein, ich will später keine Pfanne schrubben. Sorry, Ei. Du gehst dahin zurück, wo du hergekommen bist. Aber ich bin immer noch hungrig. Warte, das ist Backpapier. Ich werde einfach ein Blatt davon nehmen und lege es in die Pfanne. Gut positionieren, dass es passt. Die Ecken umfalten und jetzt das Ei. Schlag es direkt in der Pfanne. Wunderbar. Wirf die Schale weg und ab auf den Herd. Mach die Herdplatte an und schau zu, wie das Ei gar wird. Und fertig. Perfekt. Schau dir das an und schon kommt der Heber. Oh, das wird super schmecken. Und jetzt nehme ich einfach das Backpapier raus und werfe es weg. Einfach. Ohne lästiges Pfanne-Schrubben. Ich genieße jetzt mein Ei. Wow, dieser Film ist so gruselig. Oh, nicht zu fassen, dass ihr so einen dummen Fehler macht. Oh, sieht so aus, als hätte ich keine Chips mehr. Du hast auch keine mehr, was? Geh und hol uns noch welche. Was, ich? Warum nicht du? Ja, auf keinen Fall. Ich bleib genau hier. Hey, lass uns eine Münze werfen. Das ist fair. Okay, du willst Kopf oder Zahl und ich werfe sie. Die dreht sich ja ewig. Auf welcher Seite wird sie landen? Was zur Hölle? Soll das ein Witz sein? Wie ist das möglich? Wir müssen wohl beide gehen. Hey, eine Tüte ist groß und die andere ist klein. Die große gehört mir. Hab sie. Hier, du kannst die kleine Tüte haben. Komm schon, du musst teilen. Zu schade, dass du so klein und so langsam bist, um dran zu kommen. Ich gehe zurück zum Film. Er ist immer so gemein. Weißt du was? Er braucht eine Abreibung. Schon wieder. Okay, ich breite diese Tortilla auf Backpapier aus und nehme dann Olivenöl. Ich brauche nicht viel, nur so viel, um die Oberfläche zu bestreichen. Es muss aber gleichmäßig verteilt werden. Jetzt noch etwas würzen. Salz und Pfeffer sollten reichen. Perfekt, jetzt kommt der nächste Schritt. Ab in den Ofen damit. Schau dir das an. Er wird schon knusprig. Und riecht auch gut. Er ist schön warm. Schau dir dieses Meisterwerk an. Thomas wird total neidisch sein. Hey, was habe ich vom Film verpasst? Wow, wo hast du diese riesige Tüte Chips her? Manu, jetzt sieht meine Tüte so mickrig aus. Nicht fair. Ich will auch eine riesige Tüte mit Riesenchips. Er hat mich echt um ein Date gebeten. Natürlich habe ich zugestimmt. Schau, was ich für dich habe. Willst du eines? Ich fange schon mal an, okay? Ich habe extra viel Soße. Oh yeah. Hä? Sollten da nicht Garnelen drin sein? Ich habe doch das Richtige bestellt, oder? Ich weiß, wie ich drankomme. Röntgenblick aktivieren. Bingo. Ganz unten.
Ich habe es fast geschafft. Mhm. Tschüss. Ah! Was machst du da? Du weißt schon, dass du nicht graben musst, oder? Schau. Wenn du die Seiten öffnest, erweitert sich die Box zu einem Teller. Wow, großartig. Ich glaube, ich kann sie sehen. Und Kontakt aufgenommen. Oh, wie ich dich vermisst habe. Mmh. Danke. Kein Problem. Jetzt probiere ich auch mal. Das Hühnchen ist fertig, Leute. Puh, das nenne ich mal eine richtige Mahlzeit. Oh, die Tomaten. Ich habe vergessen, sie in den Salat zu geben. Okay, kümmern wir uns direkt darum. Zeit, sie in Stücke zu schneiden. Hm, Thomas ist zu Hause. Yay, wir haben Chips. Stopp, stopp, stopp. Keine Chips, bis die hier geschnitten sind. Ich warte im Wohnzimmer. Oh Mama, was zum... Wie viele sind das bitte? Das wird eine Ewigkeit dauern. Wie schwer kann das Schneiden schon sein, oder? Einfach kurz in der Mitte durchschneiden. Immer weiter... Phew. Ernsthaft? Mehr habe ich noch nicht geschafft. Wie viele bleiben da noch? Das findet ja nie ein Ende. Das könnte helfen. Es ist schön flach. Probieren wir das mal. 7 Tomaten und ein Deckel. Und ein einfacher Schnitt. Solange man sie festdrückt, werden sie alle gleichzeitig halbiert. Ha, perfekte Stücke. Das nenne ich mal zeitsparend. Alles dank eines einfachen Deckels. Und in die Schüssel mit euch. Jetzt scheint das alles ganz einfach. Und macht sogar Spaß. Fertig. Mmh. Mama, ich bin fertig. Was sagst du, Schatz? Aha, diese Show ist echt lustig. Ach, ich wurde reingelegt. Hey, können wir für ein paar Snacks anhalten? Wollen wir hier eine Pause machen? Ein bisschen Zucker wird uns bestimmt aufheitern. Gute Idee. Wann hast du die denn zum letzten Mal gewaschen? Die sind ja widerlich. Wo waren die denn bitte überall? Oh, Geld, mein Glückstag. Wer ist ein guter Junge? Oh, die sind brandneu. Na, schon besser. Oh, das ist echt eklig. Sarah? Nein. Sorry. Willst du ein Stück? Es ist ein bisschen geschmolzen. Boah, das darf ich doch nicht zulassen. Hör auf. Warte kurz. Ich hab's. Wenn ich die Flasche hier hinlege und die Schokolade darüber rolle, bekommen wir einzelne Stücke, ohne etwas anzufassen. Ich muss das auf beiden Seiten machen. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Öffnen wir dieses Schmuckstück. Tada! Oh, die perfekten Stückchen. Vorsichtig, nicht anfassen, okay? Eines für mich und eines für dich. Ja, irgendwie seltsam, aber okay. Oh, das schmeckt richtig lecker. Bon Appetit! Das ist echt eine tolle Party. Du solltest das professionell machen. Findest du? Oh, nee! Oh, die Limo fällt. Pass auf. Oh Mann, das wird kleben. Keine Sorge, ich mach das sauber. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist.
Dieser Kumpel hier wird uns den Tag retten. Hast du eine große Melone zu Hause? Stell sie auf und höhle sie vorsichtig aus. Steck dann seitlich ein Ventil ein. Ja, nach unten zeigend. Gieße dann dein Lieblingsgetränk hinein. Ganze 2 Liter passen da rein. Cool, es ist fertig. Ihr seht echt durstig aus, Leute. Lasst uns eure Becher auffüllen. Ich zuerst. Wer braucht schon Flaschen, wenn man Obst hat? Es ist praktisch und sieht toll aus. Genug für alle da. Prost auf die Melone. Was schaust du denn da, Brian? Psst, das Spiel läuft. Okay, ich habe sowieso Lust auf was zu essen. Gibt's hier irgendwo was Leckeres? Ah, Bingo! Auf Müsli habe ich immer Bock. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine Schüssel. Ach, was soll das denn alles? Hey, eine Schüssel. Warte! Ach, das war's dann wohl. Kann ich nicht einfach da draus essen? Leg die Packung flach hin. Schneide dann ein Rechteck aus der oberen Seite heraus. Cool. Wenn du es abmachst, hast du eine Schüssel. Das Plastik hält alles gut zusammen. Oh, sieht ziemlich gut aus. Und nicht den Löffel vergessen. Hey, hast du das selber gemacht? Und weißt du, was das Beste dran ist? Kein Abwasch. Ich mach dich fertig. Gib mal das Popcorn rüber. Perfekt. Na? Nein. Oh, nur wegen deines Heißhungers. Loser. Hey, was machst du denn da? Oh, das fühlt sich echt nicht gut an. Ja, aber zumindest komme ich jetzt besser ran. Oh, aber es geht ja noch einfacher. Ohne die Ärmel kann ich den Pulli umdrehen. Und aus meiner Kapuze essen, ohne die Hände zu benutzen. Oh, lecker. Das ist tatsächlich ziemlich genial. So lässt sich's zocken. Und man kann die ganze Zeit snacken. Das ist verdammt cool. Du lernst immer noch, Lana? Vicky? Ich bin am Verhungern. Aber ich kann nicht mit dem Lernen aufhören. Na, ich glaube, ich kann dir was zaubern. Was ist ein guter Lernsnack? Was haben wir denn hier? Oh, entweder ganz oder gar nicht, richtig? Oh, Gott sei Dank gibt's diese süßen Limos. Was zum... Kochst du für eine 4-köpfige Familie, Vicky? Ich habe doch nur nach einem Snack gefragt, oder? Ja, Vicky misst Zutaten auf ihre eigene Art. Wow, ich habe es auf jeden Fall übertrieben. Das stehe ich nicht nochmal durch. Hey, ich zeig dir einen Trick. Diese Flasche ist das perfekte Messwerkzeug. Das ist genug für eine Portion. Rein damit. Zweifel gehören der Vergangenheit an. Aber wir sind noch nicht fertig. Etwas Soße und Dekoration sind unbezahlbar. Kaum zu glauben, dass das dieselbe Menge ist. Dieser Trick ist ein absoluter Gamechanger. Die Kekse sind fertig. Ah. Wir müssen noch ein bisschen abfühlen. Oh, die sehen toll aus, Lana. Super sind sie geworden. Aber die brauchen noch ein bisschen Glasur. Dann ist es halt ein wenig flüssig. Ach, wen kümmert's? So. Das ist nicht gut. Oh Mann. Kann man wirklich den Deckel von der Flasche treten?
Kann ich das auch? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Und los. Ja. Au. Was war das denn? Wo kam der denn her? Du hast was verpasst. Ich habe die Deckel-Challenge geschafft. Kann ich den behalten? Erstmal aufwärmen. So kann ich den Spieß durchstecken. Das Ende abschneiden und ihr habt einen Ausgießer. Und weil ich den Deckel schon mal habe, nehme ich mir auch gleich die ganze Flasche. Füllt sie nun mit der Glasur. Wenn die Flasche voll ist, schraubt den Deckel wieder drauf. So recycelt man, Ladies. Mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Ja, lässt sich perfekt herausdrücken. Keine hässlichen Kleckereien mehr. Oh, die sind fast zu schön zum Essen. Schau dir diese coolen Designs an. Ach, es ist Zeit für einen kleinen Nachmittagssnack und ein Käsetoast ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich stecke die einfach in den Toaster und die sind im Nu fertig. Ach, Mensch, dieser Toast dauert aber ganz schön lange. Okay, also jetzt sollte der aber auf jeden Fall fertig sein. Vielleicht steckt das Brot da drin fest? Hey Brot, alles klar da drin, Kumpel? Was zum Teufel war das denn? Oh, Vicky, was ist denn passiert? Ich habe nur nachgeschaut, warum mein Toast nicht hochkam und plötzlich hörte ich einen Knall. Oh Mann, bin ich froh, dass es dir gut geht. Ja, aber jetzt ist unser Toaster kaputt und ich bin immer noch am Verhungern. Weißt du was? Vielleicht brauchen wir keinen neuen Toaster. Leg ein bisschen Alufolie aus und leg dann eine Brotscheibe darauf. Belege das Ganze mit einem Lieblingskäse und einem weiteren Stück Brot. Falte nun die Folie zusammen und wickle das Sandwich vollständig ein. Drücke nun das Bügeleisen direkt auf die Folie. Anschließend kannst du es umdrehen und es auf der anderen Seite wiederholen. Wenn es fertig ist, lass es kurz abkühlen, bevor du es anfasst. Okay, es ist soweit. Oh, schau dir das an, ein perfekt gegrilltes Käsesandwich. Am besten schneidest du es in zwei Hälften, bevor der Käse abkühlt. So, schauen wir uns mal den Käse an. Oh ja, genau das meine ich. Oh, Vicky, dein Snack ist fertig. Ja, du nimmst den ersten Bissen. Mensch, das hast du wirklich gut gemacht, Sophia. Mel, sieht aus, als wäre euer Mittagessen endlich da. Und das sieht auch ziemlich lecker aus. Oh, lass uns reinhauen, ja? Oh, das ist sowas von lecker. Naja, ich schätze, ich sollte auch mal probieren, oder? Warte, auf welchen Fingern müssen die auch mal wieder liegen? Naja, ich kann sie auch einfach so benutzen. Komm schon, komm schon. Och nee. Oh, ich hasse diese dämlichen Essstäbchen. An mich weinen, Vicky. Ich zeig dir einen kleinen Trick, okay? Leg das Stäbchen so an deine Nase, dreh es um und zerbreche es in der Mitte. So, jetzt sind sie kleiner und leichter zu benutzen. Siehst du? Wow, die hängen ja immer noch zusammen. So, dass ich sie nicht verlieren kann. Ach, Sushi, mach dich bereit, in meinem Bauch zu landen. Ja, guten Appetit. Essen direkt ins Bett bestellen. Ein Traum. Yes. Wie lecker das aussieht. Aber ich brauche noch ein bisschen Entertainment. So. Abspielen. Na los. Jawohl. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Bleib genau so, okay? Echt jetzt? Warum funktioniert das jetzt nicht? Wozu habe ich Beine? Na los, Füße, arbeitet einmal mit mir zusammen. Stillhalten. Oh Mann. Ich will doch einfach nur was beim Essen gucken. Duct Tape, lass mich nicht im Stich. Seht euch das mal an. Nein! Direkt in den Pizzakrümeln gelandet, klar.
Die Antwort war die ganze Zeit vor meiner Nase. Wenn ich die Kartonhälfte nach oben falte, kann ich mein Tablet daran festklemmen. Seht ihr? Und so schnell kann man einen Film beim Essen genießen. Und zwei freie Hände heißt noch mehr Pizza. Oh ja, es kann nicht besser werden. Was gibt's Besseres, als beim Essen zu tratschen? Was? Das glaube ich nicht. Yep. Das muss ich mir angucken. Willst du dir nicht deine Hände waschen? Naja, was hat sie noch gesagt? So salzig. Kann hier mal jemand eine Serviette bringen? Die krümmelt überall rum. Nein, nein, das kann sie nicht machen. Nicht das Haar. Hey! Was? Ziemlich eklig, oder? Aber ohne Serviette muss man ein bisschen über den Tellerrand gucken. Hier. Warum habe ich daran nicht gedacht? Jetzt müssen meine Finger nichts mehr berühren. Ziemlich praktisch, oder? Yep, ich habe mir auch sowas gebastelt. Ach Mann, der ist umgekippt. Ich probier's nochmal. Ich krieg das einfach nicht hin, ihn richtig zu landen. Hey Tina, was machst du denn da? Einer dieser Becher muss richtig landen. Ja, das ist irgendwie seltsam, aber okay. Ich gebe ein bisschen Karamell auf meinen Käsekuchen. Oh, der riecht so gut. Ich wette, der wird auch gut schmecken. Komm schon, du dummer Becher. Mann, warum bleibst du denn nicht stehen? Ja, also Tina ist echt schlecht da drin. Oh, hey, vielleicht hilft dir das ja. Ich gebe einfach ein bisschen Karamell in den Becher. Okay, Tina, meine Kamera ist bereit. Probier's nochmal. Hey, ich bin Tina bei der Flip Cup Challenge. 1, 2, 3. Wow, das hat ja total geklappt, Tina. Yes, geschafft. Oh, ich bin die Beste. Und jetzt zurück zu meinem Käsekuchen. Zeit für etwas Müsli. Oh, Thomas, du bist mir im Weg. Hey, fass mal meinen Bizeps an. Hart wie Stein. Yay, yeah, ich werde echt stark. Schau dir das an. Ah, was ist hier los? Thomas, hör auf. Lass mich runter. Du machst mich echt wahnsinnig. Ich will einfach nur mein Müsli essen. Hey, gib meinen Löffel zurück. Yay, yeah, ich wusste, ich kann das. Ah, den wollte ich noch verwenden. Er ist echt schrecklich. Soll ich? Oh ja, ich habe den leeren Behälter. Jetzt brauche ich einen Ballon. Ich gebe ihn ins Innere und halte diesen Faden fest. Jetzt klebe ich den Faden an den Deckel. Perfekt, schön sicher. Zeit, das Müsli wieder hineinzugeben. Fertig, und der Deckel wird wieder geschlossen. Thomas, ich brauche dich hier. Da kommt er. Zeit zum Schauspielern. Hier bin ich. Was ist los? Ich bekomme den Deckel nicht auf. Du bist doch so stark. Klar, her damit. Ah, das Müsli ist überall verteilt. Es hat funktioniert. Du bist total drauf reingefallen.